Was ist der Unterschied zwischen der Kompostmühle und einem Siebermeiler nach der mikrobiellen Karbonisierung? Eigentlich ist da gar kein Unterschied, nur dass in den Biomeiler ein Wärmetauscher mit eingebracht wird, der mir die Wärme, die zur Verfügung gestellt wird, über die 12 bis 18 Monate der Lebensdauer von der Kompostmiete ausgezogen wird, um sie im Brauchwasser oder in der Heizungsanlage zu verwenden. Und die Aufbruchweise, das Verdichten, wenig Sauerstoff zu haben, ist eigentlich genau das gleiche Prinzip bei dem Biomeiler. Haben wir das noch in langer Zeitraum so hohe Temperatur? Ja, also er hat über den längeren Zeitraum eigentlich drei Temperaturstufen, in denen er sich bewegt. Er hat einmal eine Temperatur, die so zwischen 48 und 52 Grad liegt, die ungefähr so für 6 Monate haltbar ist. Hat dann nachher eine Temperatur von ungefähr 44 bis 48 Grad für weitere 6 Monate und hat dann so eine Ausklangphase, wo er deutlich über 30 Grad noch ist. Aber da ist eben halt die Frage, wie lange von den 12 oder 16 Monaten kann er dann noch um die 40 Grad liefern. Also der Biomeiler ist sehr, sehr gut geeignet für alle die Leute, die einen hohen Warmwasserbedarf haben oder für all die Leute, die eine Rücklauftemperaturanhebung an der Heizung machen können. Ich gehe jetzt im Prinzip in einem kurzen Durchflug durch den Biomeiler hindurch, weil das Seminar sich anschließt heute Abend und auch morgen der Aufbau. Und dieser kurze Durchflug durch den Biomeiler und seine Möglichkeit ist für alle die gedacht, die morgen und heute Abend nicht mehr mit dabei sein können. Ist aber eben praktisch die logische Fortsetzung von dem Gedanken von Bitte. Nur, dass der Biomeiler. Ja. Können Sie denn dann Ihren Vortrag per PDF zur Verfügung stellen? Ja, also alles das, was mit den Vorträgen von Henning und von mir zu tun haben, ist PDF verfügbar. Schicken wir auch gerne an die Kursteilnehmer rum. Bei Herrn Witte haben wir einfach die Situation, dass er sozusagen aus seiner Sicht viel zu frühzeitig damit an die Öffentlichkeit gegangen ist, was er sich in den letzten 20 Jahren und besonders in den letzten 5 Jahren erarbeitet hat. Und aufgrund der Tatsache, dass er Teile einer Doktorarbeit in seinen Vorträgen mitverwendet, möchte er nicht, dass es praktisch publiziert wird in irgendeiner Form, die eventuell die Doktorarbeit von seinem Doktoranden da gefährden kann. Und insofern kann man ihn dann tageweise buchen und als Person und sein ganzes Fachwissen zur Verfügung gestellt bekommen, aber die PowerPoint-Präsentation von ihm habe ich auch nicht. Und auch die Mitschnitte, die wir jetzt gemacht haben, sind sozusagen erstmal nicht veröffentlichungswürdig. Da muss ich mit ihm nochmal abstimmen, wie wir da in der Zukunft vorgehen. Bloß ich wollte aufgrund der Tatsache, dass er ein ziemliches Phänomen ist und für den einen oder anderen das Gedankengut etwas durcheinander gebracht hat, einfach das auch dokumentieren und auch nochmal aufnehmen. Und ich hatte ja das Vergnügen, ihn jetzt schon dreimal zu hören und Henning das Vergnügen, ihn viermal zu hören. Aber ich glaube, bei einem Menschen, der 20 Jahre lang Aerob kompostiert, ist das Weltbild immer noch so weit durcheinander, dass er ihn auch noch ein fünftes Mal hören kann. Und das wird auch sicherlich demnächst der Fall sein, aber Henning wird dazu nachher noch ausreichende Sachen selber sagen. Ich erzähle euch gleich genau das Gegenteil. Und er erzählt auch, der Biomeiler hat aus meiner Sicht eine ganze Reihe von Dingen, die er in sich vereint. Er hat also einmal die Situation, dass wir in der Ökologie uns bewegen und unsere heimischen Rohstoffe in ein so gutes Potenzial an Energie umsetzen können und hinterher auch an Humus, dass es eben einen ganz großen Wert für uns darstellt und von den fossilen Brennstoffen letztendlich etwas abnimmt. Und wir substituieren praktisch den Kauf von fossilen Brennstoffen durch unsere Arbeitskraft. Und wir haben dann noch den Bereich der Ökonomie, dass wir im Prinzip in unserer heimischen Umgebung ein Habitat schaffen müssen, das es zulässt, dass wir den Grünschnitt, den wir selber an irgendeine Sammelstelle bringen, nachher als Hackschnitzel auch wieder zurückbekommen können, um ihn für die Heizung zu nutzen. Also an der Stelle ist doch auch das Umdenken in der kleineren politischen Umgebung in unserer Region ein Umdenken notwendig und das signalisiert der Biomaler eben auch ganz gut und bringt da auch Gedanken und Strukturen in Bewegung. Autonomie natürlich auch. Autonomie dadurch, dass der Biomaler dezentral aufgebaut werden kann. Also nicht überall da, wo Hackschnitzel anfallen oder da, wo Gülle anfällt, muss die Wärme verbraucht werden, sondern die kann eben an einen Standort gebracht werden, der 20, 30, 40 Quadratmeter Grundfläche hat.
um dort aufgebaut zu werden. Der große Anteil, den wir heute Vormittag schon besprochen haben, ist eigentlich letztendlich Grünschnitt, Häckselgut, Energie, Biomeiler, Kompost und dann eben Obst- und Gemüseanbau, also die Verwendung und Weiterverwendung des Materials in der zweiten Ebene. Wir haben jetzt hier die Darstellung, dass eben der große Wasseranteil zusammen mit dem Grünschnitt dazu führt, dass wir über den Wärmetauscher an unsere Heizung herangehen können. Wir haben eigentlich zwei Arten des Biomeileraufbaus. Wir haben einmal den klassischen Biomeileraufbau nach dem Jeanpin. Der Jeanpin ist dieser französische Forstwirt, der in den 70er Jahren einfach so viel Grünschnitt aus seinem Wald zur Verfügung hatte und nicht wusste, was er damit sollte. Er hat also in erster Linie Gartenbau damit betrieben und in zweiter Linie hat er einen sehr schönen Weg aufgezeigt, wie die Wärme und Energie daraus zu nutzen ist. Da können wir auf das nächste Bild gehen. Er hat nicht nur Wärme rausgezogen, sondern er hat hier in die Mitte auch einen Biogastank eingebaut und hat den Kompost des Vorjahres, also wo praktisch der Aerobe-Prozess schon stattgefunden hat, also aller Sauerstoff draußen ist, in eine joghurtartige Masse gebracht und hat diese joghurtartige Masse in einem Behälter in der Mitte zur Biogasproduktion, also Methangasproduktion genommen und eben noch einen zusätzlichen Nutzen hergestellt, indem er praktisch das Gas, was auch zu transportieren ist, in Form zur Verfügung stellt, die dann eben ganz anders zu verwenden ist. Er ist dann mit Auto gefahren und hat dann einen kleinen Generator betrieben. Und das ist natürlich dann auch für denjenigen, der wirklich eine Insellösung braucht, sehr, sehr schön. Aber auf der anderen Seite geht es sehr viel in den Bereich Jugend forscht hinein. Und das große Thema, was wir haben, ist, mit dieser kleinen Biogasanlage kann man nicht als Unternehmer arbeiten. Also wir als Firma können das nicht anbieten, weil die Materialien, die man braucht, um Biogas herzustellen, kosten 1.000 Euro. Das ist nämlich ein Regenwassertank und ein bisschen Rohr. Aber die TÜV-Abnahme dafür kostet 15.000 Euro. Und dann ist man wieder in keinem Verhältnis zu dem Aufwand, den man da betreibt. Und da muss dann auch jeder für sich selber überlegen, ob er in einen Biomeiler vielleicht einen Regenwassertank mit einbaut. Ich kann es empfehlen, es geht und funktioniert, aber als Unternehmung oder Firma kann ich das nicht machen. Das ist nochmal das Bild, was Sie ja schon gesehen haben. Das ist eine von den Kompostmieten, die nach dem Wittes-Verfahren aufgebaut wird und verdichtet wird. Das ist im Prinzip die etwas andere Darstellung des Biomalers ohne Wärmetauscherrohr. Meistens auch an Stellen, wo man dann praktisch die Wärme nicht unmittelbar benutzen kann. Und ich weiß nicht, was ich jetzt gerade eben schon gesagt habe, also der Jeanpin hat seinen Biomaler aufgebaut ausschließlich aus Hackschnitzeln mit Wasser. Während dieser Biomaler ja aufgebaut wird mit Mist und Gülle und Hackschnitzeln und eben zu einer Huminstoffbildung führt. Während der Kompost, der aus dem Jeanpin-Biomaler rauskommt, eher eine mineralisierte Kompostmischung ist mit nicht wirklich nachprüfbaren oder unbekannten Huminstoffanteilen. Also die werden mit Sicherheit da drin sein, aber nicht in der Form, wie wir sie heute ja mehrfach zu sehen gekriegt haben. Also diese Art Wagenschmiere, dieses flüssig-ölige Substrat und auch diese getrockneten Plättchen habe ich an dem Abbau eines Biomalers noch nicht gesehen, außer der schönen Erde, die man anfassen kann. Und insofern ist das ein bisschen unterschiedlich. Hier sehen wir einmal das obere linke Bild, wo der Jean-Paul mit seinem Wärmetauscherrohr an der Kompostmiete sozusagen arbeitet, hier unten die Anwendung in die Heizung hinein. Das gleiche ist eben auch möglich, indem man einfach den Biomaler sehr dicht an das Objekt des Aufwärmens oder der Begierde stellt, also sozusagen Wand an Wand, dann kann man das auch mit Luft machen. Die normale Luftzirkulation, kalte Luft unten rein, warme Luft oben raus, ist eben auch möglich. Und das ist dann so eine geniale Heizung für einen alleinstehenden Pferdestall auf dem Acker, für irgendeine Sattelkammer am Reitstall, wo man eben also nicht großartig Rohre verlegen will, aber wo man einen frostfreien Raum haben möchte oder das Stocken an den Geschirrledersachen eben vermeiden möchte. Oder wo man vielleicht in Feldumgebung warmes Wasser braucht zur Pferdetränke. Der Jean-Paul ist ja über den Gedanken gekommen, der andere Garten, was mache ich mit dem ganzen Kompost? Und er hat jetzt hier auf seinem unwirklichen Pyrenäenboden mit Steinen und nur ein bisschen sandiger Oberfläche einfach Balken ausgelegt, hat den Kompost draufgebracht, hat es im nächsten Bild dann mit ein paar,
in dem längeren Vortrag heute Abend ist das drin. Ja. Hat damit praktisch seinen Garten aufgebaut, hat einfach eine Beschattung gemacht aus irgendwelchen anderen Sträuchern und hatte dann einen sehr, sehr fruchtbaren Garten bei den Außentemperaturen von durchaus 40 Grad in den Pyrenäen. Das ist eben eine Situation, wo er ganz, ganz wenig nur bewässert hat, so gut wie gar nicht. Hat sehr große, gute Obst- und Gemüseerträge erzielen können, alleine durch den Kompost, den er aus dem Holz rausbekommen hat. Hier sieht man eben auch einen von diesen aufgebauten Biomalern. Also Jean-Paul hat damals die Biomaler eher wie so einen Zuckerhut aufgebaut und hat sich keine Gedanken darum gemacht, ob er eine Umrandung haben möchte oder nicht. Dass wir eine Umrandung drumherum bringen, hat mehrere Bedeutungen. Die eine ist, ich habe auf der gleichen Grundfläche rund 30% mehr Material, dadurch, dass ich nicht den keilförmigen Anstieg vom Zuckerhut habe. Das zweite ist, die Aufbaumethode ist etwas einfacher und leichter zu vollziehen. Und das weitere ist, der Biomaler in unserer heutigen Umgebung steht unter Umständen auch an exponierten Stellen. Also ursprünglich war ja mal der Plan, hier an der Stadthalle aufzubauen. Und wenn man jetzt eben hier mitten in der Gemeindeumgebung ist und würde da einen Komposthaufen aufsetzen, der nach 12 Monaten schon nicht mehr so hübsch aussieht wie am Anfang, hätte man da vielleicht mit dem einen oder anderen Gemeindemitglied eine Thematik oder auch mit der Ehefrau zu Hause, wenn das irgendwo an einem Resthof steht, der eigentlich sonst keiner landwirtschaftlichen Verwendung eigentlich zugeführt ist. Und da kann man eben mit Baustahlmatten oder mit Gitterstahlmatten für ein Aussehen sorgen und auch für eine Umrandung sorgen, die sehr ansehnlich ist. Was hier auf diesem Bild noch einmal zurück ganz entscheidend ist, das war auch das, was Harald heute Morgen angesprochen hat, das war auch das, was die Stadtleute und die Behördenleute sich angeguckt haben, nämlich den Videofilm-Dokumentation vom NDR aus den 80er Jahren über Jean-Paul. Und da speichert er das gewonnene Biogas aus dem Biomaler in alten Schläuchen von Lkw-Reifen. Und das ist natürlich dann eine ganz abenteuerliche Art und Weise, Biogas zu lagern. Und dass da der ein oder andere auf die Idee kommt, das könnte knallen, kann ich schon gut verstehen. Biogas hat allerdings den Riesenvorteil, dass es sehr flüchtig ist, macht dann allerdings auch die Ozonschicht kaputt. Also es ist anders, als wenn ich jetzt Flüssiggas hätte und das würde dann auf dem Boden sich verteilen und dann schön knallen und auch länger halten. Aber auf der anderen Seite ist es so, jede Art von Gas knallt ordentlich und bevor sich dann der Dachstuhl anhebt, sollte man dann schon lieber sehen, dass man das anders lagert. Und hier ist es eben so, dass er mit diesem blauen Schlauch unten aus den Autoreifen in so einen Baumarktkompressor reingeht. Also da, wo normalerweise die Luft angesaugt wird, lässt er jetzt ein Methangas durchlaufen. Und über den weißen Schlauch geht er oben auf eine Gasflasche, die auf seiner Ente liegt. Und dabei raucht er noch. Das könnte damit zu tun. Ja. Wahrscheinlich macht er das auch. Und was jetzt hier zu erkennen ist, ist so eine Schlauchanlage zwischen den Scheinwerfern. Da geht also das Methangas direkt in den Vergaser rein. Also ich würde mal sagen, die heutigen Motoren und auch der heutige TÜV lässt das nicht mehr zu. Aber ich glaube, die Franzosen in den 70er Jahren waren da ganz entspannt. Und so hat er sich auch verhalten. Ja, wir haben ja dann unsere eigene Erfahrung gemacht, sind sozusagen aus einer Überlegung heraus, wie kann ich, du, wir uns an erneuerbare Energie erfreuen im kleinen Stil, sodass wir praktisch mehr oder weniger in unserer häuslichen Umgebung an Energie rankommen. Und haben dann, nachdem wir auf der Messe gewesen sind, auf der New Energy im März 2010, festgestellt, dass es ganz interessiertes Publikum gibt, nämlich die einen, die sagen, mache ich sofort und die haben es dann auch gleich umgesetzt. Die anderen, die sagen, ja, ganz super, kann ich mir gut vorstellen und kann ich mir auch selber bauen. Und die Dritten haben gesagt, trampelt mir meine Rosen nicht runter, aber ich möchte das Ding trotzdem im Garten haben. Also die durch, sagen wir mal, Beruf oder vielleicht durch Alter oder körperliche Unzulänglichkeit eben den Biomaler nicht selber aufbauen können. Und da haben wir überlegt, wie kriege ich so einen Biomaler durch eine 80er-Garagentür in hinteren Gartenteil. Und haben dann angefangen zu sagen, wir gucken mal, ob wir nicht die Materialien, die wir für den Biomaler verwenden, die Hackschnitzel in sogenannte Raschelsäcke oder Zwiebelsäcke abfüllen, um sie transportfähig zu machen. Und das war so einer von unseren ersten Versuchen. Und daraus hat sich dann nachher ergeben, dass wir eben eine ganze Reihe von Biomalern aufgebaut haben. Also im Prinzip ist hier zu sehen,
wie die Wärmetauscher auf Baustahlmatten fixiert werden. Sieht also aus wie so eine große Haribo-Schlange oder Schnecke. Das ist so ein Biomaler, der hat keine Umrandung gekriegt. Der hat ein Sportlerheim mit warmem Wasser unterstützt. Da sind also am Wochenende so 70, 80 Fußballer und Turnierleute, die da mit warmem Wasser versorgt werden. Also die haben ganzjährig einen hohen Wasserbedarf, wo das ganz gut gepasst hat. Und wir haben dann hier auch einen Biomaler in einem Holzschuppen aufgebaut und hatten, was ich jetzt erst zu schätzen weiß, Glasplatten oben drin, die nicht durchgelassen haben. Und der Biomaler funktioniert hervorragend, obwohl er praktisch unter Dach ist. Und hat oben diese durchsichtigen Platten drauf. Also wahrscheinlich hätte er nicht funktioniert, wäre das nur ein reiner Schuppen gewesen mit abgedecktem Dach. Der wird jetzt wahrscheinlich in den nächsten 3 Monaten abgebaut. Und wir haben hier also 1000 Säcke voll gemacht. Das waren ungefähr 30 Kubikmeter Material. Wir haben morgens um 9 angefangen, eine lange Frühstückspause, eine lange Mittagspause gehabt und waren nachmittags um 17 Uhr mit Ausfegen fertig. Also das ist dann dieses Bild hier unten. Und haben also diese 1000 Raschelsäcke sehr schnell verarbeitet. Die Leute, die bis morgen bleiben, werden sehen, wie es geht. Ist eine relativ simple Geschichte und eine ganz gute Möglichkeit. Was sich herausgestellt hat, ist, dass die Raschelsäcke insofern noch eine Bedeutung haben, nämlich, wenn man einen Biomaler aufbaut, muss man auch gleichzeitig an den Abbau denken. Und das unterschätzt man ganz häufig, dass diese Baustahlmatte mit dem Wärmetauscher so rauszukriegen ist. Der erste Gedanke, den wir hatten, war, da kommen große Zugbandlaschen dran und dann nimmt man den auf eine Radladerforke und dann ist das Ding schon abgebaut. Und das ist eben nicht der Fall. In dem Moment, wo jetzt das kompostierte Material da drauf liegt, ist eine solche Masse und Reibung vorhanden, dass man das nicht auseinandergezogen kriegt. Und daher legen wir praktisch auf die Rohre die Raschelsäcke drauf. Und wenn man den abbaut, dann kann man eben bis an die Raschelsäcke ranarbeiten, das Material nach links und rechts wegschieben und dann die Säcke einzeln runternehmen. Und die Entlastung auf den Baustahlmatten durch die Entnahme der Säcke ist so gut, dass man dann nachher die fixierten Rohre mit der Baustahlmatte zusammen abschütteln kann und auch wieder runternehmen kann. Aber das ist jetzt eine reine Arbeitserleichterung. Auf der linken Seite ist auch zu sehen, dass wir hier also wirklich mit sehr viel Wassereinsatz arbeiten. Der Biomaler braucht eben sehr viel Wasser. Das Material selber, wenn es frisch gehäckselt ist, hat ungefähr 45% Wasseranteil, muss aber in so einen Quellzustand gebracht werden und möglichst 50-60% Wasser aufnehmen. Also es deckt sich komplett mit der Aussage von Herrn Witte, es soll ungefähr 50% Wasseranteil haben. Und hier ist es so, dass das Wasser praktisch einmal durchläuft. Wir sammeln das dann in einer Maurerbütt, die wir an der tiefsten Stelle in den Boden gebracht haben und pumpen das über eine Tauchpumpe zurück über den Biomaler, weil wir nämlich die ligninhaltigen Stoffe, die eventuell ausgewaschen sind, die Gerbsäuren und auch die Bakterien, die ausgewaschen werden, sind, einfach zurückhaben wollen. Also wir wollen sie nicht in den Boden verschwinden lassen, sondern der Biomaler braucht seinen Bakterienstamm, um richtig arbeiten zu können. Und das haben wir dann dadurch sichergestellt, dass unten drunter eine Teichfolie liegt und auch so eine Maurerbütt eingebracht ist, um das Wasser zurückzupumpen. Hier haben wir den kleinsten, mir bis jetzt bekannten Biomaler. Wurde von einem Messebesucher sofort, nachdem man das kennengelernt hat, aufgebaut. Er ist mit seinem Sohn nach Hause gefahren. Und ich glaube, die haben noch nicht ganz Abendbrot gegessen. Da haben sie alles, was sie finden konnten, zusammengebaut, um Mutter und Ehefrau davon zu überzeugen, dass jetzt ein größeres Teil an den anderen Platz im Garten kommt. Dieser Biomaler hat eine Gartendusche unterstützt und wurde erstmal mit so einem Gardena-Gartenschlauch aufgebaut. Und dann hat sich herausgestellt, dass durch die etwas längeren Standzeiten zwischen der Benutzung der Gartendusche auch ein gewisser Geruch entsteht, weil diese Gartenschläuche alle sauerstoffdurchlässig sind. Und wenn er dann in so einem Biomaler drinne steckt... Oder andere Gase. Ja, oder andere Sauerstoff, dann ist da andere Gase durch. Ja, also es kann auch letztendlich sein, dass auch das Material als solches einfach ausgegast ist. Jedenfalls wurde dieser Biomaler in dieser Gartenumgebung bereits jetzt zum 6. oder 7. Mal aufgebaut, also dieser kleine für die sommerlichen Duschen. Und der hat mittlerweile aber dieses
Aluminium-Mehrschicht-Verbundrohr aus der Fußbodenheizung bekommen, sodass er also eben selbst wenn er mal übers Wochenende steht oder über die Woche steht und nicht benutzt wird, keine Geruchsstoffe hat. Wie man hier sehen kann, auch am ersten Tag, nachdem die Wärme sich vollständig entwickelt hat, fast 67 Grad. Also der hat so eine Kurve, dass er eben doch auf eine relativ hohe Temperatur geht, um sich dann nachher irgendwo bei 50 Grad einzupendeln. Und eben einfach ein sehr schönes Beispiel, was auch geht. Das wäre jetzt der Regenwassertank, den wir einbauen. Zulaufenden Ablauf, um einfach das Substrat mit einbringen zu können. Und wenn man das praktisch mit den Doppelstegmatten macht, dann hätte man eben jede beliebige Bauform. Der große Vorteil, der da dran liegt, ist, es ist fast rund. Das Material selber drückt auch gegen diese Doppelstegmatten so intensiv und stark, dass sich nachher mehr oder weniger eine runde Form ausgebildet hat. Und das ist eben einfach eine von den vielen möglichen Grundformen, die der Biomaler haben kann. Und für die, die eben jetzt nicht da sein können, ein schneller Durchlauf, wie diese ganze Arbeit funktioniert. Wir sind einfach so, dass wir die Grundfläche angucken, sind da keine Steine, keine Äste, kein Wurzelwerk, können wir da eine Teichfolie auslegen. Die Maurerbrücke muss unbedingt an die niedrigste Stelle gebracht werden, denn bei der Menge von Wasser, die da drauf kommt, kann man sich nachher, wenn man mit dem Radlader arbeitet, auch schnell ein großes Schlammloch schaffen. Und dann ist man total genervt, weil einfach die Arbeit dadurch behindert wird. Hier oben rechts zu sehen ist, dass die Doppelstegmatten die Maurerbütze ein Drittel überdeckt. Also die steht einmal so hier drüber, sodass wir von innen mit der Folie richtig reingehen können, dass sie vorläuft und von außen noch die Tauchpumpe mit einbringen können. Das sind so Füllstationen für die Raschelsäcke. Wir werden das morgen etwas anders machen mit einem etwas anderen Verfahren, weil ich die jetzt nicht mitbringen konnte, weil ich mit dem Zug gekommen bin wegen der Witterungsverhältnisse. Aber da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, die Säcke voll zu bekommen. Das geht auch in einer ganz guten Geschwindigkeit. Hier ist es so, dass dieses Drainagerohr keine Bedeutung als Funktion hat, die mit Drainage zu tun hat. Dieses Rohr ist eigentlich nur die Umrandung, um uns so eine Art Schüssel zu bilden für die Teichfolie. Wenn wir jetzt so einen Biomaler im Rahmen eines Workshops aufbauen oder bei einer Messe aufbauen, dann habe ich einfach keine Zeit, mir irgendwelche Mauersteine zu suchen und da rumzulegen oder so ein bisschen Sand aufzuhäufen oder mir irgendwelche Balken. Rundholz oder so wird auch gehen. Was denn? Rundholz wird auch gehen. Ja, also alles, was man an Material hat, geht. Bloß nicht dann, wenn man es eilig hat. Dann ist so ein Drainagerohr kostet auch 50 € oder 80 €. Einmal drumherum gelegt, schneller gemacht, als wenn man jetzt mit Balken oder mit irgendwelchen Materialien, die am Hof verfügbar sind, arbeitet. Also das ist praktisch nur die Umrandung. Die Seiten werden dann praktisch einfach darüber gelegt und damit ist dann die Wanne und die behördlichen Genehmigungsansprüche sind damit abgetan. Das wage ich jetzt zu bezweifeln. Ja, nach deinen Erfahrungen ja, aber nach. Uns haben sie ganz klar gesagt, auf die Betonplatte ist in Ordnung, aber nicht auf den Boden, Rasen oder sonst irgendwo. Ja. Also die waren da sehr skeptisch. Okay, also sagen wir mal so, alle die Biomaler, die aufgebaut worden sind, sind nicht durch eine behördliche Genehmigung gegangen. Genau. Aber ich muss nur sagen, wenn das jemand versucht, der wird wahrscheinlich auch das gleiche erleben wie ich, dass er. Das nehme ich mal an. Das nehme ich mal an. Also hier ist es so, dass wir den Wärmetauscher praktisch in Aktion sehen. Das ist jetzt ein Durchmesser von dem Wärmetauscher von ungefähr 4,20 Meter und da sind 80 Meter Rohr drauf. Also auch wenn das nicht so aussieht, dieser Wärmetauscher hat 80 Meter Rohr und man kann auch ganz leicht 100 Meter Rohr darauf versenken, indem man das ein bisschen enger legt. Meine Rohre nur unten reingelegt? In drei Lagen eingelegt. Einmal 70 cm über dem Boden, dann nochmal 50 und dann eben nochmal 70 cm. Also da ist man ein bisschen variabel. Sind immer so ungefähr 300 oder 400 Meter Rohr, die wir da reinlegen. Je nachdem, welchen Durchmesser der hat. Und auch Höhe ist meistens so 2 Meter, 2,15 Meter. Also wenn wir das mit Bausteinmatten machen, dann ist die Bausteinmatte 6 Meter lang, 2,30 hoch. Und bei den Doppelstegmatten, die wir hier verwenden, sind die 2 Meter an der Grundfläche und 2,50 hoch. Ja, dann die drei Zustände.
halb gefüllt, ganz gefüllt, mit Haube oben. Die Haube sackt innerhalb von 2 Monaten ab. So nach 3 Monaten oder einem halben Jahr ist sie dann 2-3 Stege unterhalb der Oberkante zusammengesackt. Und was wir grundsätzlich machen, ist, dass wir die gesamte Verrohrung nach außen ziehen. Und jede einzelne Rohrlage drücken wir auch ab. Also man hat zwar das Rohr gerade eben industriell aufgewickelt, wieder abgewickelt und festgemacht, man hat es da reingebracht, aber es gibt dann so Leute, die mal mit Fork oder mit Hake auf die nächste Ladung vom Radlader warten, und je länger man sich da drauf stützt, desto besser dringt man durch das PI-Rohr durch. Wenn man das Rohr so in der Hand hat, dann denkt man immer, das kriegt man nicht kaputt, kann man mit dem Panzer drüber fahren, aber weit gefehlt. Es gibt also Leute, die haben einen 180 Kubikmeter großen Biomaler aufgebaut und nicht in Betrieb genommen, weil sie da eine Löcherung drin hatten. Und das ist dann natürlich unglaublich ärgerlich, und diese Löcher kriegt man nicht wieder zu. Das gleiche ist mir selber auch schon passiert, dass wir den Biomaler intern mit den Rohren gekoppelt haben und irgendwie hat das nicht geklappt. Gott sei Dank war es die oberste Schicht, aber ich habe trotzdem 2 Stunden gesucht. Die Erinnerung hatte mir gesagt, da muss die Verbindung sein, die war aber 1,5 Meter weiter. Und das war eben schon ganz spaßig, sich davor zu arbeiten, und das hatte ich ja keine Lust nochmal zu machen. Also wir ziehen die hier nach außen, dann kommen links und rechts 2 Dachlatten drauf, auf die Dachlatten einfach mit Spackschrauben angeschraubt, ein kleiner Kasten davor gesetzt, mit Dämmung rein, und dann ist der Biomaler auch komplett wintertauglich. Biomaler kann ab 40 Kubikmeter Material mehr oder weniger überwintern, also die Frost-Einflüsse von außen bei der Größe sind praktisch dann nicht so relevant. 3 Varianten oder mehrere Varianten, die angeschlossen werden kann, einfach als Rücklauftemperaturanhebung in die Heizung rein oder über einen Pufferspeicher in die Heizung hinein oder aber mit einer Anlage, die auch schon eine solarthermische Anlage hat, einfach mit eingebunden. Was wir jetzt praktisch bei den Biomalern machen ist, wir verwenden ja relativ einfache Materialien, also das soll nicht so teuer werden. Es gibt immer wieder die Leute, denen sofort das ganze technische Verständnis durch den Kopf rauscht und sagt, Kupfer hat bessere Wärmeleitfähigkeit oder wir können verzinktes Rohr nehmen oder sonst irgendwas. Bloß wenn man dann sich die Meterpreise anguckt und die Meter Rohr, die da drin verschwinden, dann ist man schnell in einer Verhältnismäßigkeit, wo man sagt, wir nehmen PI-Rohr. Und wenn man das PI-Rohr nimmt, ist es einfach so, dass es nicht sauerstoffdiffusionssicher ist. So eine Heizungsanlage wie hier in so einem modernen Betrieb geht über eine Stahlkesselanlage oder geht über eine Kupferanlage. Und wenn da zu viel Sauerstoff reinkommt, dann hätten wir im Gebäude Schäden, die schnell in die Tausenden von Euros geht, wenn man dann nach einer Leckstelle sucht. Und deswegen gehen wir immer über einen Plattenwärmetauscher. Und der Plattenwärmetauscher hat die Eigenschaft, dass er die beiden Systeme praktisch voneinander trennt. Also wenn ich in dem einen etwas mehr Sauerstoff drin habe, ist die Heizungsanlage, die eigentlich komplett ohne Sauerstoff ist, entlastet. Ich habe dann eben 2 Pumpen, die miteinander arbeiten. Sie arbeiten nicht gegeneinander, sondern die eine Pumpe in ihrem Kreislauf und die andere Pumpe in dem anderen Kreislauf. Und die Dinger kommen mit einer Dämmung schon an, also ganz komfortabel, haben die Größe von einer Schuhbox und können beim Heizkörper praktisch nicht angeschlossen werden und an die Wand gebracht werden. Also auch relativ einfach von der Verarbeitung her. Und das sind die Anschlussvarianten, die wir dann praktisch nehmen. Wie gesagt, Rücklauftemperaturanhebung, möglichst bei einer Niedertemperaturheizung. Die Niedertemperaturheizung hat ungefähr 40 Grad im Vorlauf und kommt mit 28 Grad im Rücklauf zurück. Und die 28 Grad, die aus der Heizung kommen, gehen durch den Biomaler durch, wärmen sich dann auf die gegebene Temperatur von 40, 48 Grad oder 50 Grad auf und gehen dann zum Kessel zurück. Und dadurch, dass das warme Wasser zum Kessel zurückkommt, kriegt der Kessel nicht das Signal, spring an und mach mir die 40 Grad, sondern es läuft praktisch so komplett durch. Und so ein Biomaler ist ungefähr in der Lage, 2.000 bis 4.000 Liter Heizöl zu substituieren, je nachdem wie groß er ist. Und er kann auf alle Fälle so 60% der Heizleistung für ein Einfamilienhaus oder für einen gewerblichen Gebrauch unterstützen. Es ist keine Anlage, die komplett eine Heizungsanlage ersetzt. Also an den 3 Tagen, an denen es im Winter minus 19 Grad ist und das Wohnzimmer soll 25 Grad Wärme halten,
kann das der Biomaler einfach nicht schaffen. Da muss ein Brenner im Hintergrund sein, der einfach diese Temperatur da liefern kann. Wenn jetzt zwei Monate im Jahr im Winter weg ist, geht es dann? Ja, also der Biomaler hält natürlich das Haus komplett frostfrei. Also das ist natürlich eine Anlage ohne Wartung, ohne Schornstein, ohne Feuerungstechnik, läuft 365 Tage im Jahr, 24 Stunden. Und über die Pumpenschaltung ist der Biomaler schon in der Lage, die Raumtemperatur ausreichend zu halten, dass es keine Stockung gibt. Aber die Spitzen, das kann er nicht liefern. Ich habe noch zwei Fragen. Erste Frage, ich komme 40 Grad aus dem Meiler zurück, gehe in die Heizung rein. Da ist ja eine Rücklaufanhebung, also ich muss ja mit 60 Grad, aber ich muss in die Heizung wieder zurückkommen. Also muss ich schon auf 60 Grad anheben, sonst... Bei einer Niedrigenergieheizung nicht. Bei einer Fußbodenheizung habe ich ja Vorlauftemperatur von 40 Grad. Warum soll ich da auf 60 Grad hin? Also es gibt ältere... Also ich muss ja in die Brennkammer, in den Wärmetauscher heizen. Wenn ich also manchmal jetzt mit Holz oder was auch immer, Öl oder Gas heize, kann ich nicht mit 40 Grad in die Atmung bringen, weil da gibt es Versorgung und chemische Prozesse und dann verwaltet die der Wärmetauscher. Ich habe selbst ein Heizwerk, wir haben das schon zwei, drei Mal gehabt. Deswegen hat meine Rücklaufanhebung an der hintersten Stelle, bevor ich in die Heizung bin. Aber das ist letztlich für die Gesamtwärmeberechnung egal. Also wenn ich 40 Grad habe und muss nur auf 50 Grad oder was auch immer da reingehen, das ist nur, dass man das bedenkt. Also kommt sicherlich auf die Heizung drauf an. Aber ja, die Heizung mit 60, 45 laufen, haben meistens einen Dreiwege- oder Vierwiegewäscher. Ja, die moderneren Heizungen, die so mit höheren Temperaturen laufen, weil es nicht anders geht, haben meistens einen Pufferspeicher. Und dann würde ich praktisch mit dem Biomaler so arbeiten wie mit einer solarthermischen Anlage. Also ich würde immer an einer Stelle in die Heizungsanlage hineingehen, wo die Spitzentemperatur praktisch nicht abgefragt wird. Aber die Wärmemenge als solche kann ich der Heizung auf alle Fälle. Ich würde sagen, der Wärmetauscher selbst, der Brennkammer muss immer 60 Grad haben, über 60 Grad. Aber das ist nur eine Frage. Die zweite Frage ist, ich habe gesagt, über ein Jahr lang, 365 Tage im Jahr, habe ich da 40 Grad. Das muss doch auch physikalisch zu berechnen sein. Also wenn ich das so viel Kubikmeter, was weiß ich, Biomasse aufschütte, dann habe ich ein Wärmepotenzial drin, also Brennwert in diesem Material von so und so viel. Ja, ungefähr 10 Kubikmeter aufgeschüttetes Blumenschnittmaterial, 1 kW Wärme. 1 kW Wärme. 10 Kubikmeter Material, 1 kW Wärme. Wärmeleistung. Also wenn ich 100 Kubikmeter Biomasse habe, habe ich ungefähr 10 kW, die ich zur Verfügung habe. Stauerleistung.